Also Sitcar ist im Prinzip, wenn ich mal so betrachte, die perfekte Mischung aus Lastenfahrrad, aus einem Renault Twizy und aus einem Twike. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Heute bin ich wieder für euch unterwegs, um etwas Neues kennenzulernen und euch das auch zu zeigen. Und zwar fahre ich heute zum Kitcar. Und was sich da so ein bisschen nach Schokoriegel anhört und was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Das heißt, einfach dranbleiben und übrigens einfach mal die Zeit vom Intro nutzen, um gleich unseren Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr nämlich immer dabei, wenn es die neuesten Videos gibt. Bis gleich! Durch und bin auch schon bald da und wollte die Zeit kurz nutzen, euch nochmal daran zu erinnern. Am 17.08.2019 machen wir unseren Vier-Länder-E-Mobilen-Stammtisch in Lutherstadt-Wittenberg. Wenn ihr Lust habt, euch da mitzufahren, dabei zu sein, dann meldet euch an. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe noch ein paar Kilometer vor mir und ja, dann schauen wir mal, wie es da aussieht bei KitKat. Bin schon ganz gespannt. Das sieht sehr gut aus. Genau da wollen wir hin. Und da steht er auch schon, der Loadster. Jonas ist der Firmeninhaber und der kreative Kopf und Inventor hinter dem Sitcar. Stell dich doch einfach mal vor und dann, was ihr Tolles entwickelt habt. Ja, mein Name ist Jonas Krämer. Ich bin Gründer und Erfinder von Sitcar und wir haben den Loadster erfunden. Der Loadster ist ein vierrädriges Cargo-Bike mit einem kompletten Wetterschutz und einer großen Transportbox und ist die Alternative zum heutigen Mobilitätsproblem, was wir haben. Wir haben innerstädtisch das Problem, dass wir immer mehr Autos bekommen, dadurch immer mehr Abgase bekommen, aber durchschnittlich im Auto 1,4 Personen sitzen. Gerade im Gewerbebereich sitzen durchschnittlich 0,8 Personen nur im Auto. Das heißt, wir haben eine Lösung kreiert, wo der Fahrer, gerade der gewerbliche Fahrer, dieselbe Ware mitnehmen kann wie beim Auto, aber eben nicht die Straße blockiert und eben nicht die Umwelt verschmutzt, sondern ökologisch auf dem Radweg fahren kann und dementsprechend auch deutlich schneller, auch auf dem Straßenverkehr ist, da Radwege nutzen kann, durch Parks abkürzen kann und am Stau vorbeifahren kann. Cool. Weil es steht ja schon draußen drauf, ich bin ein Fahrrad, das heißt, ihr dürft auf Fahrradwegen fahren? Genau, wir sind rechtlich ein Fahrrad, kein Führerschein, keine Versicherung, keine Zulassung, Radwegnutzung, auch keine Helmpflicht, auch das hören wir auch häufiger. Ja. Muss man denn da jetzt einen Helm tragen? Ja. Nein, muss man tatsächlich nicht. Perfekt. Klassifiziert sind wir im Pedelec-Bereich, das heißt, es gibt eine motorunterstützte Tretunterstützung, die bei uns auch nochmal sehr besonders ist, dadurch, dass wir kettenlos sind und ein Generatorsystem haben. Okay, das erinnert mich so ein bisschen an das E-Rocket. Das ist so, glaube ich, ähnlich Ja, irgendwie aufgebaut. genau. Okay, gut. Ihr seid ein Berliner Start-up? Ursprünglich in Bonn gegründet, vor Okay, 2 Jahren nach Berlin sehr gezogen. vernünftig. Dementsprechend, ja. Kannst du kurz ein bisschen was über eure Firma sagen? Wie groß seid ihr? Kann man das überhaupt schon irgendwie sagen? Oder was steckt so dahinter? Also angefangen habe ich 2013, wie gesagt, im beschaulichen Bonn, aber habe das Problem gehabt, meinen Einkauf trocken nach Hause zu bekommen. Und habe damals im Supermarkt gearbeitet und irgendwann fuhr mir ein kleiner Knirps auf dem Kettcar entgegen. Ich habe gedacht, ey, mach da hinten eine Kiste drauf, mach ein Dach drüber und das ist die Lösung. Das unterscheidet uns auch von sehr, sehr vielen. Cargo-Bikes sind im heutigen Zeitalter eher in dem Bereich, wo man sagt, okay, man hat ein Fahrrad, wie kriegt man möglichst viel Ladung drauf, um den Fahrer in seinen Komfort einzuquetschen? Und genau das wollen wir nicht. Wir gehen den Kettcar und den Autoansatz. Der Fahrer braucht seinen Komfortbereich und die Ladung braucht seinen Komfortbereich. Dementsprechend haben wir aktuell auch sehr, sehr hohe Anfragen. Wir machen viele Testphasen mit doch auch sehr großen Partnern, die dahinter stehen. Wir sind inzwischen ein Team von knapp 13 Leuten. Das schwankt von Monat zu Monat. Mal sind es mehr, mal sind es weniger, weil wir viel auch mit Praktikanten, Werkstudenten zu tun haben.
Aber doch, alles in allem geht es einen steilen Schritt voraus. Die ersten Anlaufserienmodelle, wie hat hier auch uns auch steht, sind fertig produziert und geht von Tag zu Tag weiter. Und wann geht ihr in Produktion? Die große Serienproduktion wird im Oktober starten. Da werden die ersten Fahrzeuge rausgehen. Und bis dahin werden weiterhin Anlaufserienmodelle gebaut, noch kleine Verbesserungen, noch kleine Veränderungen gemacht. Aber nichts mehr, was der Kunde tatsächlich sieht oder spürt, sondern rein, was auf die Kostenthematik abzielt. Kannst du schon ungefähr sagen, was so ein Sitcar kosten wird? Wir fangen an bei 7.500 Euro netto. Wir haben verschiedene Modelle mit Türen, ohne Türen, mehr Akkukapazität, weniger Akkukapazität, mit einer Standardbox, mit Individualboxen und dementsprechend. Wir fangen an bei 7.500 Euro, haben aber nach oben hin doch die Möglichkeit, es könnte auch noch ein bisschen teurer werden. Der oberste Preis liegt aktuell bei, ich meine, 12.000 Euro. Lederausstattung und Bose Soundsystem. So ungefähr. Wenn man schon von Kapazität gesprochen hast, kannst du uns vielleicht mal die Cargo-Box zeigen? Ist ja sicherlich für viele, die sich für so ein Fahrzeug interessieren, ganz besonders wichtig. Genau. Also dazu muss man sagen, wir haben standardmäßig eine Pickup-Box drauf. Das heißt ein Grundgerüst, damit sind wir BAFA förderfähig. Wir haben aber hier jetzt unsere Loadster-Box drauf, die hat ein Ladevolumen von 663 Litern. Dementsprechend größer als der Kofferraum auch von dem SUV. Ich kann es einfach mal demonstrieren. Ich kann mich auch einfach komplett reinsetzen und habe nach oben hin trotzdem noch genug Luft. Und dementsprechend, man kann sich vorstellen, wie viele Pakete, wie viele Kisten hier reinpassen würden. Gerade weil der Laderaum quadratisch gestaltet ist. Wir haben keine Rundungen, wie manche Cargo-Bikes haben von Radkästen. Wir haben keine Wölbungen von irgendwelchen Bullets oder Co., die es gibt, sondern es ist ein quadratischer Laderaum, der bis oben hin beladen werden kann. Den kann man bestimmt auch irgendwie noch individuell ein bisschen gestalten mit Fächern, Regalfächern, Böden, sowas in der Richtung? Natürlich, wir werden da den IKEA-Ansatz fahren, heißt, wir werden Einsteckfächer haben, wo Bretter rein können, Muschenfächer rein können. Wir können auch die Maße verändern. Ja. Das ist wieder eine Sache, wo wir sagen, wir sind individuell, können individuell auf Kunden zugehen. Wir haben für die Abfallwirtschaft zum Beispiel einen Roadster entwickelt, wo die Türen nicht seitlich aufgehen, sondern von oben runtergezogen aufgehen, wo Mülltüten drin sind, damit die Leute, wenn sie in den Parks die Reinigung machen, das ergonomisch auch in die Mülltüten reinkippen können und dementsprechend auch ein ergonomisches Abnehmen und Anbinden der Mülltüten möglich ist. Wir haben einen Roadster, wo wir nochmal deutlich größer sind, die ausgelegt sind auf EPP-Boxen, das heißt auf Tiefkühlboxen, die dann im Roadster drin sind. Das wollte ich gerade mal fragen. Kühlmöglichkeit für den Innenraum? Gibt es grundsätzlich, ist die Frage, wie sinnvoll ist es. Es gibt nur wenig Bereiche, wo ich eine durchgängige Kühlkette nachweisen muss. Das heißt, gerade im Lebensmittelbereich, wo man sagt, ja, eigentlich müsste ja Kühlkette nachgewiesen werden, kann ich es aber auch mit Trockeneis und EPP-Kühlboxen machen. Da ist die Frage, ist die Anschaffung einer Kühlbox tatsächlich sinnvoll. Im Medizinbereich, sage ich Ihnen, da ist es auf jeden Fall sinnvoll. Da können wir auch entsprechende Boxen mit reinstellen und haben wir im Sortiment. Okay, magst du wieder aussteigen? Ja, gerne. Aber du kannst auch gerne in deinem Auto sitzen bleiben. Was mir natürlich auch sofort durch den Kopf geht, ist, ich würde, glaube ich, mir da oben sofort ein Solarmodul draufschrauben. Habt ihr darüber schon nachgedacht? Dadurch, dass wir auf der einen Seite Rekuperation im Motor haben, auf der anderen Seite durch den Tretgenerator doch sehr viel Energie auch nochmal selbst erzeugen, würden die Solarmodule gar nicht so viel Reichweitenunterschied ausmachen. Da ist dann das Kosten-Nutzen-Verhältnis gegeben und es würde sich rein finanziell nicht lohnen. Okay, ich habe es auch nur angesprochen, weil es gibt ja jetzt doch so ein paar Fahrzeuge, die mit solarintegrierten Modulen kommen. Der Sion, der Toyota Prius, der Lightyear und das ist immer so ein Thema, was so ein bisschen spannend ist. Die haben aber auch wieder andere Größen. Völlig klar, Mehr Volumen, wo sie die Solarpanels draufpacken können. Neben das ist bei solchen Autos, dadurch, dass die Automobilindustrie Elektroautos nochmal deutlich wirtschaftlicher fertigen kann, weil weniger Personal benötigt wird, um den Preis zu halten, natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten haben, Solarpanels drauf zu tun, ohne dass der Kunde merkt, spürt, dass das Auto teurer wird. Okay, es kam mir auch einfach nur so spontan irgendwie in den Sinn, weil bei quadratischen Flächen denke ich immer sofort irgendwie an Solar. Jonas, dann zeig uns doch mal ein bisschen was oder erklär uns mal ein bisschen was zum Fahrzeug. Also ich kann einmal einsteigen, wir haben die Schnellspannermöglichkeit mit einem stufenlos verstellbaren Sitz. Gerade um zu gucken, wie viele Personen, es gibt unterschiedliche Personen, der eine hat kurze Beine, der andere hat lange Beine. Für mich ist alles kurz, sehr, sehr viele Unterschiede. Okay. Wir haben die Möglichkeit, auch das Lenkrad nochmal zu verstellen, in der Höhe, in der in der Höhe und der Tiefe. Ist jetzt für mich tatsächlich schon perfekt eingestellt, das ist eigentlich so, wie beim Auto selten, bin ich am Lenkrad dran, gerade wenn wir anlaufen.
Wir haben hier die Bremsen. Das ist Vorderbremse, Rückbremse, wo ich auch wirklich ergonomisch fahren kann. Also ich muss nicht irgendwie obeinig fahren, sondern ich komme, obwohl ich sehr dicht dran sitze, nicht dran. Ja. Ich habe verschiedene Knöpfe. Ich mache einfach das System einmal an. Dann wird, geht der Display an. Ich halte mal die Kamera hier so ganz dicht an dir vorbei, nicht stören. Ja. Man sieht direkt, wie die aktuelle Reichweite, also wie viele Kilometer ich gefahren bin, wie viele Kalorien ich verbrennen könnte. Das könnte ich dann im späteren auch mit Apps unten und unten noch verknüpfen. Mhm. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Blinker einzustellen. Jetzt Warnblinklinker, jetzt nur links blinken oder halt nur, das ist der Vorführeffekt. Kein Problem. Ganz entspannt. Und halt rechts blinken. Ich hätte die Möglichkeit, die Gangschaltung hier mit zu bedienen. Mhm. Also oben ist Gang hoch, unten ist Gang runter. Ich habe die Möglichkeit, den Lichtschalter einzuschalten. Dann geht hinten und vorne das Licht an. Durchs Bremsen ist das Bremslicht immer an. Also das hört man dann auch, dass es klickt. Ich höre es, ja. Und wir hätten hier noch die Anfahrtshilfe, drücke ich drauf, fährt er los. Wir hätten hier unten noch eine Handbremse, wenn ich die angezogen habe, dann bewegt sich hier auch gar nichts mehr, dann steht der, hat über dem Auto die Handbremse, Handyhalterung, Rückspiegel, ein Symbol, wo die Betriebsanleitung auch drauf ist. Das heißt, ich kann mir, wenn ich irgendein Problem habe, auch erstmal die Betriebsanleitung angucken oder halt direkt unsere Servicenummer anrufen. Was unser nächster Punkt ist, wir können deutschlandweit zwischen 48 und 72 Stunden Service gewährleisten, also Serviceantrittszeit gewährleisten. So halt wie der B2B-Kunde es von LKWs oder von Sprintern gewohnt ist und haben einen Vor-Ort-Service, der Reparaturen vor Ort machen kann, der Wartung vor Ort machen kann. Das deutschlandweit flächendeckend. Also ihr habt irgendeine Kooperation mit irgendeiner Kette? Wir haben verschiedene Partner, mit denen wir da agieren. Okay, gut. Ansonsten ist natürlich für die, die es nutzen, gerade so im Winter oder wenn es eben doch regnet, schlechtes Wetter ist, entsprechende Kleidung schon ein bisschen sinnvoll, weil man wird ja doch von der Seite von unten ein bisschen nass. Gar nicht. Okay. Also das kann ich tatsächlich sagen, gar nicht. Ich bin, bis ich überlege, Montag oder Dienstag, wo es auch so heftig geregnet, mit komplett weißen Sachen abends gefahren. Da hat es noch ein bisschen genieselt und ich bin über die Straße gefahren. Ich hatte keinen einzigen Fleck bei mir auf der Kleidung drauf. Das ist super. Weder an den Armen noch irgendwie an der Hose. Wir haben die Schutzbleche wirklich sehr weit runtergezogen, auch von hinten nochmal abgedeckt, sodass kein Wasser reinspritzen kann, kein Wasser den Fahrer trifft. Dasselbe ist mit der Box gegeben. Die Box fängt die meistens Spritzer ab, gerade hier unten und hier lang. Deswegen haben wir diesen Löffel hier. Der schützt vor Feuchtigkeit, die vom Rad kommt. Mhm. Und Wasser, gerade von unten, kann nur hochwirbeln, wenn es von irgendwas aufgewirbelt wird. Das sind bei uns die vier Räder. Das sind in der Mitte der Räder. Das sind sicherlich so Sachen, die sich so in der Entwicklung ergeben haben, könnte ich mir vorstellen. Ne? Genau. Dass man so denkt, so Praxisbetrieb merkt man dann, okay, da muss was gemacht werden. Und ich habe hier die Systematik, dass ich eine Scheibe vor mir habe. Ja. Die schützt mich auf der einen Seite vor Feuchtigkeit, vor Schnee, vor Regen, der von vorne kommt, aber auch vor dem Wind. Das, was im Winter wirklich eklig ist beim Fahrradfahren. Ich fahre privat auch sehr, sehr viel Fahrrad, neben dass ich auch einen Roadster habe. Sind die Hände, die abfrieren. Die Hände, die einfach kalt werden. Ja. Auf dem Fahrrad fahre ich mit dicken Handschuhen, im Roadster fahre ich ohne Handschuhe, weil ich es einfach nicht brauche. Also keine Lenkradheizung. Keine Lenkradheizung. Aber es ist Leder. Leder wärmt von sich aus. Ja. Das spüren wir hier auch. Und gerade im Winter, es ist ein angenehmes Fahren. Mit dünnen Handschuhen ist aber auch letztlich kein Problem, wenn einer jetzt unbedingt Handschuhe tragen möchte, auch wegen Schmutz an Paketen oder was auch immer. Es ist auch kein Problem. Also es empfiehlt sich natürlich nicht im Winter jetzt mit T-Shirt rumzufahren. Mhm. Also entsprechende Kleidung, jetzt eine Jacke anzuhaben, ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich bewege mich ja. Also nicht wie bei den Autos, wo ich dann ins warme Auto einsteige, wieder Jacke aufziehe, am besten direkt auflasse, mich kein bisschen bewege, 5 Meter fahre, wieder aussteige ins Kalte. So entstehen die Krankheiten, so entstehen die Ausfallraten, die hohen. Und hier ist es so, ich bewege mich. Dementsprechend habe ich eine eigene Körperwärme, die sich dann hier auch wiederum fängt. Und im Sommer ist der Vorteil, durch die Windzirkulation geht ein gutes Teil der Wärme auch wieder verloren. Ja. Also man schwitzt im Sommer auch nicht so stark, wie man jetzt vermuten würde in so einem schwarzen Fahrzeug. Also Sitka ist im Prinzip, wenn ich mal so betrachte, die perfekte Mischung aus Lastenfahrrad, aus einem Renault Twizy und aus einem Twike. Genau richtig. Ja. Halt für B2B-Kunden ausgelegt. Super. Okay, Jonas, dann erklär uns doch mal ein bisschen was zur Antriebstechnik. Also ich habe jetzt das System eben wieder ausgeschaltet. Das heißt, ich bin im ausgeschalteten Zustand, ähnlich wie es beim Auto zu bewerten wäre. Ich kann jetzt treten, wie ich will. Ich komme nicht vorwärts. Mhm. Sobald ich das System anschalte, würde ich mit dem Treten auch sofort vorwärts fahren. Ich kann noch eine Codesperre einstellen, da ich sage, ich muss mal hier schnell einen Code eingeben, bevor der überhaupt losfährt. Das sind sogar ein Teil unserer Sicherheitsfeatures.
Grundsätzlich verhält sich so, dass ich vorne einen Generator habe. Das ist da, wo die Tretkurbeln dran sind. Da wird Energie generiert und der Tretimpuls gegeben. Okay. Sobald es eingeschaltet ist, habe ich einen Widerstand da, der sich ähnlich verhält wie beim Fahrradfahren. Das heißt, beim Fahrradfahren, sobald ich eine Kurbel trete, merke ich einen Widerstand. Das Gewicht des Fahrzeugs. Das habe ich hier auch, aber einen elektronischen Widerstand. Okay. Die Energie, die erzeugt wird, wird in die Batterie zwischengepuffert und geht dann inklusive der zusätzlichen Energie, die der Motor braucht, in den Motor rein. Und dementsprechend haben wir hier einen Teil, also wenn man es ganz genau nimmt, ein teilkettenloses Fahrzeug, weil vom Motor noch eine Motorradkette aufs Differential und dann auf die Achsen geht. Und natürlich, gerade wenn ich Fahrten habe, wo ein Rad vielleicht in der Höhe ist und ein Rad im Dreck steht, in der Spitze steht, eine Art System zu haben, dass beide Räder hinten angetrieben sind. Nochmal kurz zum Verständnis, damit das also klar ist, weil das ist mir jetzt also auch neu. Das heißt also, ihr erzeugt hier nicht nur quasi den, ich sag jetzt mal ganz einfach gesprochen, den Strom, um dem System zu sagen, wie stark soll das Drehmoment hinten sein, sondern ihr erzeugt auch gleichzeitig Energie. Also es ist eine Art, wie so eine Art Range Extender. Genau. Cool. Und der Motor selber, das merkt man beim Fahren, hat Rekuperation auch drin. Ja. Also jeden Moment, wo der nicht von den Pedalen angetrieben wird, geht er sofort in die Rekuperation rein. Das bremst das Fahrzeug ein kleines bisschen aus, aber dafür, dass wir mit diesen beiden Systemen gegenüber der Größe des Akkus knapp 30% mehr Reichweite haben. Und welche Leistung erzeugt der Generator vorne? Also was ist so ein bisschen so die Extender-Leistung? Naja, das kommt darauf an, wie viel Watt der Mensch treten kann. Ja. Ein durchschnittlicher Mensch liegt irgendwas bei 50, 60 Watt, die er treten kann. Mhm. 80, wenn er sportlich ist. Ja. Und dementsprechend wird diese Energie auch übergeben. Und was ist der Motor für eine Leistung, der hinten eingebaut ist? Ich tippe einfach mal auf 1200 Watt. 1500. Naja, immerhin. Schon 1500. Ja. Müsste lieber, ich glaube, 100 Newtonmeter insgesamt. Okay. Marketing nickt. Ja, okay. Und Batteriekapazität ist ein 48-Volt-System, hier mit einem 800 Wattstunden Lithium-Polymer-Akku, also auch nicht mehr Lithium-Ionen, sondern Lithium-Polymer. Also hochstromfähig, ja. Genau. Und dementsprechend haben wir die Möglichkeiten, hier und hier auch nochmal weitere Akkus anzubinden, um halt einfach für gewisse Bereiche höhere Reichweiten wieder anzubinden. Konntet ihr bei dem Akku auf ein bestehendes System irgendwie zurückgreifen? Das ist von einem Hersteller, die Firma heißt Mando, ein Komplettsystem, was komplett getestet und zugelassen ist. Und damit sind wir weltweit das erste Cargo-Bike, das erste Fahrrad, was mit diesem System, einem kettenlosen System, an den Markt kommt. Klasse, okay, sehr cool. Okay, ansonsten habt ihr in Anführungszeichen Standardtechnik hier verbaut bei der Lenkung, bei den Bremsen. Sind das Bremsen eher aus dem Motorradbereich oder aus dem Bremsen aus dem Fahrradbereich? Aus dem Fahrradbereich. Das ist von der Magura, die Bigfin-Bremse. Mhm. Ansonsten haben wir Federn aus dem Motorradbereich. Wir haben eigens für uns entwickelte Radaufhängung, Radschenkel. Wir haben bei uns noch den schönen Vorteil, da komme ich jetzt auch mal einfach raus. Sehr gerne. Wir können, das ist bei Cargo Bikes regelmäßig, platte Reifen zu haben. Da gibt es zwar Lösungen, die sind aber auch noch mal ein bisschen komplizierter. Also man fährt mit Luft aktuell noch. Das ist egal, welches Cargo Bike man sich hat. Aber das Reifenwechseln bei Cargo Bikes, das ist immer ein nerviges. Ich muss irgendwie gucken mit Ladung hinten drin, ich muss die Bremse abmachen. Das ist eine Schraube abmachen, ja. Ich kann das Rad sofort abziehen. Ich muss nicht an die Bremsen dran, ich muss nicht an die Kinematik und an die Verschraubung hier dran. Mhm. Es ist einfach nur das Rad abziehen. Wir haben einen Stern drauf, der sich in sich reingreift. Ich kann den Schlauchmantel ohne Probleme wechseln und steck's einfach wieder drauf, schraub die Schraube fest und fertig. Ist das auch eine Eigenentwicklung von euch oder konntet ihr da auch auf was zurückgreifen? Das ist in Teilen eine Eigenentwicklung. Okay. Ja. Also in Teilen auf was zurückgreifen, das haben wir weiterentwickelt und auf uns angepasst. Ich selber bin jetzt Bandscheibenvorfall vor 2 Jahren gehabt und ich umgekehrt. Willkommen im Club, ja, okay. Aber. Ja, perfekt. Zack, 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 ja. Also okay. Es ist nicht, dass es schwer wäre. Ja. Und ich sehe einen Anhänger, eine Anhängerkupplung. Genau. Das heißt, ich kann einen Fahrradanhänger? Genau, also beim Fahrrad verhält sich so, dass ich hinten ein Rad habe und da habe ich die Narbe. Die ist mit einem Schnellspanner oder mit einer Schraube fest und da werden die Standardanhänger dran gebunden. Sei es eine Weber-Kupplung, sei es die Kupplung vom Kala Cargo-Anhänger. Und genau diese Methode haben wir hier auch mit einem Blech, was einfach, ich sag mal, dieselbe Stelle simuliert, genau in der Mitte des Fahrzeugs auch angebracht ist. Und dementsprechend, hier haben wir jetzt die Kupplung für den Kala Cargo mal dran, weil wir mit dem gerade auch verschiedene Tests fahren, mit gefederten Anhängern, ungefederten Anhängern, könnten aber auch eine Weber-Kupplung dranhängen oder ähnliche Kupplungen. Und es ist
auf derselben Höhe, wie halt die Narbe ist vom Rad selber, was mit den meisten Anhängern auch tatsächlich kompatibel ist. Dann würde ich sagen, genug geredet, lass uns fahren. So, jetzt habt ihr mal gesehen, die ersten Eindrücke hier und jetzt kommt aber die Überraschung, weil ich war nämlich gar nicht alleine unterwegs, sondern der Jonas, der ist einfach hinten mitgefahren. Genau. Und das war, also man merkt nichts davon, dass irgendjemand drin ist. Und ich wiege jetzt knapp 85 Kilo, also ich werde gut genährt zu Hause. Wunderbar. Daher mit 100 Super. Kilo fühlt sich. Genau, ich habe es jetzt auch gemerkt, wenn man dann entsprechend hochschaltet, kann man ganz gleichmäßig treten und das Ding fährt total gleichmäßig. Ja. Perfekt, super. Ja, Jonas, ihr habt was Tolles auf die Beine gestellt. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich finde es wahnsinnig interessant. Mir fallen also auch, wenn ich sowas sehe, immer gleich 100.000 verschiedene Einsatzmöglichkeiten ein. Ich wünschte, bei mir in der Gemeinde würde man auch mal den Mut haben, auf sowas umzusetzen, aber es kommt ja vielleicht. Ja. Jonas, dann machen wir einfach Folgendes. Du fährst zurück. Und ich mache jetzt mal genau das, sozusagen zum Abschied, was du gemacht hast, nämlich ich setze mich hinten rein. Wunderbar. Und du fährst mich zurück. Türen müssten das trotzdem zumachen. Türen ja? Nicht darauf ausgelegt. Ja, es ist ja kein Problem. Mit Türen fährt. Dann machen wir an der Stelle schon mal, bevor Jonas mich hier in dem Kasten einsperrt, das ist ein netter Schluss. Das ist ein schönes Bild, du im Hintergrund, super, der blaue Himmel im Hintergrund. Jonas, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Und dann bring mich mal gut nach Hause. Machen wir so. So, dann bin ich mal gespannt, wie es sich im Loadster so fährt. Türen gehen zu. Und ich lasse das Video auch weiterlaufen, nicht dass irgendjemand denkt, ich bin da zwischendurch ausgestiegen. Und es geht los. Ja, dann hier von mir aus diesem, ich hoffe, ihr könnt es auch hören, aus der Box vom Loadster sage ich Tschüss. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und drückt bitte, hier muss ich drücken, drückt bitte auf die Glocke, damit ihr bei solchen Videos immer gleich informiert werdet. Wahnsinnig, ich bin irre. Bis zum nächsten Mal. Ciao.